Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge des Mystery Bundle Talks. Heute dabei wie immer der Mythenmetzger. Hallo Mythenmetzger. Ja, hallo zusammen. Gruß nach draußen. Und der Real Mystery. Hallo Real Mystery. Hallo zusammen und auch schöne Grüße nach draußen. Und als Gast heute von Hangar 18B einmal der Olli, der Simon, der Philipp und Remo. Ich grüße euch. Hallo zusammen. Grüße aus der Schweiz. Hallo. Wie ihr schon gemerkt habt, sitzen die alle an einem Mikro, aber ich denke mal, das werden wir mit der Aufnahme schon hinbekommen. Thema heute natürlich passend zu Hangar 18B, UFOs, UFO-Sichtungen und was ich ganz besonders spannend finde, Zeugenbefragungen von denjenigen, die die UFOs gesehen haben. Und natürlich die Missing 411-Fälle in der Schweiz, um die sich Hangar 18B dann auch besonders gekümmert hat, beziehungsweise die dann auch online gestellt hat. Als erstes möchte ich mal so allgemein in die Runde auch von Hangar 18B fragen, wie sieht es denn überhaupt aus mit UFOs? Glaubt ihr grundsätzlich daran oder habt ihr da auch noch so gewisse Zweifel, dass es wirklich, ich sage mal, UFOs mit Außerirdischen bei uns auf der Erde gibt? Oder vermutet ihr, wenn überhaupt eher unbemannte Flugkörper, die sich dann hier auf der Erde rumtummeln? Wie seht ihr das, Hangar 18B? Wir sind uns da einig, UFOs und Außerirdische gibt es. Das ist ganz klar, das ist keine Frage des Glaubens, sondern des Wissens. Wenn jemand sagt, er glaubt nicht an UFOs, heißt das für mich einfach, er hat sich mit der Thematik zu wenig auseinandergesetzt. Weil wenn man sich mit der Thematik auseinandersetzt, und ich zum Beispiel mache das seit über 50 Jahren, ich habe schon ganz klein angefangen damit, dann kommt man unweigerlich zum Schluss, dass das Außerirdische sind, die da rumfliegen. Also ihr geht tatsächlich davon aus, dass es Außerirdische sind, die auch in diesen Flugobjekten, die überall gesichtet werden, das kann man ja gar nicht leugnen, vorhanden sind. Ja, wir sind uns natürlich nicht komplett gleicher Meinung. Wir sind viele Leute, da hat jeder so ein paar Nuancen, die er vielleicht anders sieht. Da muss ja niemand an Bord sitzen. Das können ja auch Drohnen sein. Warum sollten Außerirdische einen Testflug oder für einen Überwachungsflug ihre eigenen Leute riskieren? Da kann man ja einfach mit einer Drohne hinfliegen. Also da fliegt was rum. Das sehe ich auch so, definitiv. Ja gut, das ist ja mittlerweile schon eigentlich so gut wie gesichert, wenn selbst jetzt die Navy oder so, wenn die ihre Aufnahmen freigeben und dann halt ihre Programme mal offenlegen, wo sie Millionen von Dollar investiert haben, um dieses UFO-Phänomen zu erforschen, machen die ja nicht, weil da nichts ist. Ne? Es gibt definitiv jede Menge UFO-Sichtungen. Es weiß ja, dass einiges natürlich erklärbar ist, aber einiges wiederum nicht. Da stellt man sich ja wieder die Frage, woher kommt das? Was sind das für Objekte, die immer wieder zu sehen sind? Und man weiß es ja, dass manche Objekte einen Flugmanöver aufweisen, die wirklich nicht erklärbar sind. Und ich denke mal, von irdischen Herkunft so kann man das so beurteilen, dass es unmöglich ist. Ne? Allein schon die Einwirkungen sind so extrem, dass das ein menschlicher Körper nicht aushalten kann. Also davon her gesehen sagt man auch, dass diese Objekte nicht irdische Herkunft sind, sondern vielleicht von einer anderen Welt. Das heißt jetzt nicht grundsätzlich, dass die eventuell von einem Planeten kommen. Man kann natürlich auch ansprechen, dass diese Objekte vielleicht aus einer anderen Dimension rüberkommen zu uns. Ne? Dass die vielleicht technologisch so weit schon entwickelt sind, dass sie einfach hier bei uns, uns ein bisschen erkunden. Wie seht ihr das, Hangar? Ja, um auf die Frage zu antworten, wie wir das sehen, wir hatten ja 3 von 4, wo heute hier sind, hatten ja selber ein UFO-Erlebnis und die Aussage mit der Geschwindigkeit haben Olli und ich in Wiltshire bei unserem Ausflug, da gibt es auch ein Video darüber, Wiltshire, haben wir ja was erlebt, wo, ja, zuerst haben wir was gesehen am Himmel und am Schluss wirklich einen Bruchteil von Sekunde über den Horizont geflogen. Und da haben wir uns auch gefragt, was war das? Also für uns muss das eigentlich unbemannt sein, oder? Die haben eine Technik, wo die einfach das anders handeln als wir. Aber wir können das nicht, denke ich.
Ja, das wird dann immer sehr interessant, wenn man dann erkennen kann, dass es sich da von einem scheibenförmigen Objekte handelt, zigarrenförmige Objekte, dreieckförmige Objekte. Und wenn man die Geschwindigkeit genau abmisst, dann erreichen die meistens die Objekte eine sehr hohe Geschwindigkeit. Ne? Also das, mir ist sowas jetzt nicht bekannt. Ich glaube, eine F14 oder so kann schon mal eine Überschallgeschwindigkeit oder dreifache Schallgeschwindigkeit, wenn nicht mehr, erreichen. Aber wir reden hier von Objekten, die in unseren Luftraum ziemlich sich schnell fortbewegen. Und jetzt sprechen da viele auch an, das könnten vielleicht Drohnen sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Drohnen so eine Geschwindigkeit erreichen. Das ist unmöglich. Also muss das definitiv... Unsere Drohnen erreichen die Geschwindigkeit nicht, ne? Na eben, ja. Ja, und aus dem Stand, also die Beschleunigung braucht eine Sekunde über den ganze Firmament weg. Das wäre also, krass, ja. Also ich denke auch, wenn diese Sachen, die wir da beobachten, wirklich real sind, wovon ich jetzt mal ausgehe, und diese Beschleunigung auch wirklich real sind, kann ich mir nicht vorstellen, wie ein Lebewesen diese Beschleunigung aushalten soll. Drohnen, also mit technischen Mitteln, dass da nur KIs oder sonstiges, Roboter oder wie man auch immer die Dinger nennen will, drin sind, die solche extremen Beschleunigungen aushalten, das kann ich mir schon eher vorstellen. Wir sind noch nicht so weit, aber das liegt so innerhalb meines Vorstellungsbereiches. Aber jetzt ein lebender Organismus, der so stark beschleunigt wird, da weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Da habe ich auch so physikalisch überhaupt keinen Ansatzpunkt, dass dieser Körper, also dass die ganzen Organe nicht nach hinten an die Rippen oder was auch immer die dort haben, gequetscht wird. Das kann nicht gesund sein. Das kann ich mir also nicht vorstellen. Wenn diese Objekte ja wirklich mit diesen Manövern rumfliegen, würde ich also eher vermuten, dass es sich um Drohnen handelt. Es ist also, Entschuldigung, aber meiner Meinung nach müsste so ein Flugobjekt ein eigenes Gravitationsfeld um sich selber bilden. Dann kannst du auch kopfüber stehen, du spürst das nicht. Also das ist wahrscheinlich so eine Technologie, wenn das bemannt ist. Woher das kommt, das ist die andere Frage. Ja, ja, das ist dann wieder so eine Technologie, die für uns wiederum unbekannt ist oder noch nicht entdeckt worden ist. Ne? Oder vielleicht entdeckt worden, aber wir wissen es nicht. Aber diese Technologie, die würde man ja nur brauchen, um zu beschleunigen und nur brauchen, um sich jetzt in irgendeinem Planeten in der Atmosphäre aufzuhalten. Ansonsten, wenn ich im Weltall bin, da kann ich auch ein bisschen langsamer beschleunigen. Da kann ich auch als normales Lebewesen das sehr gut aushalten, weil Geschwindigkeit selber merken wir ja nicht. Wir merken ja nur die Beschleunigung oder halt die negative Beschleunigung, diese Abbremsung. Und warum man dann noch so viel Know-how in die Technologie stecken sollte, dass man das dann auch so stark beschleunigen kann, was eigentlich kaum Vorteile bringt, ist mir da ein bisschen schleierhaft. Zumal das ja auch alles dann noch Antrieb mit sich bringt und Materie, die man mitschleppen muss und natürlich dann dementsprechend auch das ganze UFO mehr Technik anfälliger wird und so weiter und so fort. Also ich denke, wenn wir diese Fähigkeiten hätten und auch diese Beschleunigung mit einem Gravitationsfeld dann ausgleichen könnten, müsste man diese Technologie nicht unbedingt mit ins Weltraum transportieren, weil es dort einfach keinen Sinn macht. Wenn man möchte, irgendwohin Sinn macht, ne? Ja, aber das ist ja dann wirklich nur auf dem Planeten, wenn ich da bin, wenn ich da jetzt mit dieser unglaublichen Beschleunigung vor irgendwas oder irgendwen, wie zum Beispiel vor den Menschen, flüchten möchte, dann würde es Sinn machen. Aber da reicht auch eine normale Beschleunigung aus, wenn die zu solchen Planeten kommen wie bei uns, wo wir ja so den technologiemäßig nicht das Wasser reichen können. Da bräuchten die ja gar nicht, solche Technologien mitzuführen. Aber vielleicht landen sie ja auch auf anderen Planeten, wo sie es müssen. Kann natürlich sein. Ich denke, es macht keinen Sinn, wenn wir unsere Logik versuchen, auf Außerirdische anzuwenden. Ja. Die sind uns so weit überlegen. Das ist wie wenn eine Ameise versucht, unsere Logik zu verstehen. Das hat gar keinen Sinn. Das sollten wir gar nicht versuchen. Aber Tatsache ist ja, dass viele Menschen auch entführt werden von UFOs beziehungsweise von bemannten UFOs. Und ich habe zum Beispiel etwa 600 Entführungsprotokolle gelesen, also von Rückführungshypnosen. Die ganzen Protokolle, was hat der Hypnotiseur gesagt, was hat der Patient gesagt. Und das läuft ja immer gleich ab. Und bei allen 600, die ich gelesen habe, waren diese UFOs bemannt. Ich habe kein einziges Drohnen-UFO. Und da
was ist vielleicht auch der Sinn dahinter, die Entführungen und das ganze Programm? Ich kann mir vielleicht auch gut vorstellen, dass die vielleicht, gut, ich habe es auch schon in den älteren Videos bei mir schon eingeschnitten, ne, dass diese UFO-Sichtung ja jetzt nicht seit den 40er Jahren stattfinden, sondern seit Menschengedenken. Es kann ja durchaus sein, dass sie damals vielleicht auch den Menschen genetisch verändert haben, dass sie vielleicht eine eigene Rasse erschaffen haben, denn die Rasse Mensch. Und vielleicht ist das Ganze auch nur ein Experiment und sie beobachten uns, ne, auf allen Weisen, wie wir uns entwickeln. Ja, ich glaube, es geht viel weiter als nur beobachten. Also bei den Entführungen geht es eigentlich immer um die Reproduktion. Da werden Hybride gemacht und sieht man dann nicht während Generationen und dann später hat es dann plötzlich sogenannte Hybride auf unserem Planeten, wie Professor Jacobs in seinem neuesten Buch jetzt berichtet, und der ist im Prinzip jetzt der Entführungspapst, könnte man sagen, Professor David Jacobs, nachdem John Mack und Bud Hopkins gestorben sind. Und, was schreibt er? Entschuldigung? Was schreibt er? Du sagtest Hybride? Ja, also dass die Entführungen, die gibt es ja seit den 50er Jahren oder Anfang 60er Jahre mit Betty und Barney Hills hat das eigentlich angefangen, das ganze Reproduktionsprogramm. Mhm. Und dass eine hybride Rasse gebildet wird. Es gibt ja auch diese Fälle, wo eine Frau wieder an Bord geholt wird und dort ihrem Kind gegenübergestellt wird. Das sind diese hybriden Kinder zwischen 2 und 6 Jahren, die eher schwächlich aussehen. Und die Mutter wird dann angeleitet, dass sie das Kind in Arm nehmen soll, umarmen soll, Wärme geben soll. Und das gibt dann dem Kind Energie. Und das waren so die Entführungsfälle in den 70er, 80er Jahren. Die Hybriden sahen noch relativ anders aus als wir, also größere Augen, wenig Haare, größerer Kopf. Und jetzt, aber die machen dann ein Reproduktionsprogramm mit den Hybriden wieder. Aber die nennt der Professor Jacobs Hybride, die sind uns dann schon sehr, sehr ähnlich. Das heißt, sie sind eigentlich äußerlich nicht mehr unterscheidbar, haben aber immer noch die telepathischen Fähigkeiten, die alle diese Außerirdischen haben. Also die Little Grays, die kleinen Grauen. Ja, und dass die angesiedelt werden, zumindest jetzt in den USA, weil Jacobs hat eigentlich nur Fälle aus den USA untersucht, und dass die angesiedelt werden. Das sind junge Leute im Alter von 18 bis vielleicht 25 Jahre, die haben eigentlich das ganze Leben lang auf dem Ufer wurden sie vorbereitet für das Leben nachher auf der Erde. Diesen Hybriden ist es untersagt, zwischen ihnen eine Beziehung einzugehen. Also nie Hybride mit Hybriden. Aber sie wohnen in WGs zusammen, gehen an die Uni oder beginnen zu arbeiten. Das ist eigentlich die neueste Forschung. Ich habe nicht verstanden. Auch nicht. Ja, das wissen wir auch nicht. Das wissen wir nicht. Eben, das ist wieder das Problem, wenn wir versuchen, unser Verständnis oder unsere Logik anzuwenden, das geht nicht. Es ist einfach eine Tatsache, dass das gemacht wird, aber warum, wissen wir nicht. Die erklären uns das ja auch nicht. Es gibt da vielleicht eine Theorie, die ich gerne anschneiden möchte, warum diese Hybriden jetzt auch verändert werden. In dem Sinn, man vermutet, also das habe ich irgendwann mal irgendwo aufgeschnappt sozusagen, dass sich das Klima in den nächsten Jahrzehnten oder Jahrhunderten dramatisch verändern wird. Dass vielleicht die Hybriden darauf so eingesetzt werden, dass die da, sage ich mal, einen überleben können auf unserem Planeten. Ja, durch den ganzen Klimawandel. Das würde ja wenigstens dann Sinn machen, wenn man die jetzt darauf vorbereitet, hier bei uns zu überleben, wenn wir uns jetzt das Leben ja so einigermaßen vergeigt haben, dass wir das nicht mehr können. Aber wir geraten jetzt gerade so im Bereich der Spekulation beziehungsweise von Informationen, die uns selber kaum oder nur über Dritte zugänglich sind. Viel spannender an Hangar 18b finde ich eigentlich, dass ihr selber
Interviews mit Leuten führt, die wirklich solche UFOs gesehen haben. Und da gibt es ja ganz viele YouTube-Kanäle, die halt nur immer diese Bilder zeigen, verwackelten Bilder oder Pünktchen oder was auch immer. Und ihr macht euch wirklich die Mühe, macht die Person ausfindig oder sie schreiben euch teilweise auch an und ihr geht dann dahin und interviewt diese Leute und stellt das dann online. Und das finde ich mal wirklich so, ja, ich weiß nicht, ob es einzigartig ist, aber ich kenne fast keinen anderen Kanal, der das macht. Und da würde ich euch mal gerne noch so ein bisschen zu befragen. Wie kommt ihr an diese Interviews? Ist es häufig so, dass die Leute auf euch zukommen, die UFOs gesehen haben, oder versucht ihr die da wirklich akribisch ausfindig zu machen und um ein Interview zu bitten? Weil das ist ja natürlich nicht ganz einfach für die Leute, da vor die Kamera zu gehen. Aber genau das schafft ihr und das finde ich echt super. Ja, zuerst mal vielen Dank. Und ja, begonnen hat es eigentlich, dass wir in unserem Bekannten- und Verwandtenumfeld Leute gekannt haben, die schon mal etwas gesehen haben. Und als wir mit dem Channel begonnen haben, ja, war das naheliegend, Leute zu interviewen. Mittlerweile melden sich viele Leute bei uns, Mails, manchmal bekommen wir auch Videoaufnahmen oder Fotos und wir versuchen dann halt, ja, dass wir ein Interview bekommen, weil wir sehen das auch so, es ist einfach viel, ja, echter, wenn die Person spricht und man kann dann selber einschätzen, lügt die oder glaubt die das, was die da erzählt. Und diese Interviews, die ich da bei euch gesehen habe, wenn man diese Person dann wirklich sieht oder die auch reden hört, dann sieht man auch, das sind keine Spinner. Das sind wirklich völlig normale Menschen, die teilweise über Vorfälle berichten, die auch schon Jahrzehnte her sind. Ich weiß gar nicht mehr, wie die eine Familie hieß, dieses UFO über Kreuzlingen war das, glaube ich. Das war wirklich eine Familie, die über eine Geschichte erzählt hat, die sie erlebt und gesehen haben, was schon ganz lange her ist. Und wirklich die Oma saß da, der Vater saß da und der Sohn saß da und alle berichteten so aus ihrer Perspektive und das klingt wirklich absolut glaubwürdig und seriös, was die da machen. Also diese Familien, die ihr da so interviewt habt, habt ihr auch schon mal so Leute, wo ihr denkt, um Gottes Willen, das kann ich ja nicht senden, was die da erzählen, oder ist das Standard eigentlich, dass diese Familien oder diese UFO-Zeugen wirklich so völlig normale Menschen aus dem Leben sind? Also bisher hatten wir eigentlich vermutlich das Glück der Tüchtigen oder klar, kommen auch Leute, wo wir uns ja dann entscheiden, das nicht weiter zu verfolgen, aber es sind eigentlich wirklich wenige und ich meine, der Schritt vor eine Kamera ist einfach halt nochmal was und wir hatten wirklich bis jetzt eine Person, also einmal hat ein Termin oder respektive letzte Meldung, eigentlich die letzte Bestätigung, da kam keine Antwort mehr und wir haben nichts mehr gehört. So, ja klar, vielleicht versucht es mal jemand. Ich denke, wenn ich jung bin und dachte, ja, ich versuche mal Hangar 18B ranzukommen, also wir können ja nur nach bestem Gewissen ja, aussortieren auf eine Art. Ja, ja. Also ich muss sagen, ich habe ja die 26 Jahre, ja, 25 Jahre, bevor ich den YouTube-Kanal gemacht habe, Was gibt es denn zu lachen? Ja, nur mal so. Ja. Ein Leben vor YouTube hattest du? Doch. Heute erinnere ich mich auch nicht mehr dran, aber. Ja. Nee, aber da war ich halt auch viel unterwegs. Das habe ich euch ja mal erzählt, Quipo hier und RM. Ja, stimmt, so, ich weiß. So, und da die Leute, die man trifft, die da wirklich etwas erzählen wollen, was denen auf der Seele lastet, das merkt man. Und das sind immer normale Leute. Also jedenfalls die ich kannte. Ich habe kaum, also vielleicht auch mal einen oder so, als Spinner, Lügner, Idioten oder Junkies oder sonst irgendwas, werden die nur von denen bezeichnet, die sich selbst irgendetwas nicht erklären können. Ja, das muss man mal ganz klar so sehen. Und wenn ich mir etwas nicht erklären kann, muss ich dafür sorgen, dass die anderen unglaubwürdig sind. Dann ist die Welt wieder in Ordnung. Ja. Ja, und das ist ja umso viel einfacher, als man die Leute nie gesehen hat. Man liest vielleicht mal einen Bericht von denen oder so, aber wenn man die Leute wirklich vor der Kamera sieht, ist es noch wesentlich besser, sich ein Bild von denen zu machen. Wie leben die? Was sind das für Leute? Sind eben keine Spinner, Junkies, Idioten oder sonst was. Und das finde ich wirklich so klasse. Ja, da bringt es einem dann auch die Angst ein, wenn man was sieht. Ne? Und dann kommt, wem erkläre ich das dann oder über wem spreche ich da eigentlich? Ne? Da erfüllt das einem die Angst, ne? Als Spinner dann abgetan zu werden.
Ja, genau. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, je nachdem, wer der Mensch dahinter ist. Wenn er schon sagt, hey komm, ich habe eine Geschichte, ich stehe auch vor Kamera, stellt sich immer die Frage, was hat er selber davon? Also großen Fame wirst du wahrscheinlich nicht erreichen, weil weiß der Geier was, das ist die Zeit nicht da. Aber wenn du noch glaubwürdig da bist und jetzt egal, ob Geschäftsmann, einfache Putzfrau, also Hut ab von denen, die machen einen riesengroßen Job, oder sonstige, welche Leute, dann hat das schon Charakter, wo der sagt, hey, ja, guck, ich erzähle euch das und ich meine es wirklich im Ernst. Und das finden wir schön an den ganzen Interviews auch. Und danke nochmals an die ganzen Leute da draußen, die sich wirklich den Mut zusammenfassen und sagen, hey, ich möchte gerne berichten darüber. Die Leute äußern sich dann erst, wenn man mal ins Gespräch kommt. So ein Stammtischgespräch oder so, dann kommt meistens so, du, erinnere ich mich auch, vor ein paar Jahren habe ich das oder das gesehen. Dann kommen sie aus sich raus. Ne? Aber davor nicht, weil sie einfach Angst haben, als Spinner abgetan zu werden, dann wird das verheimlicht, weil die dann immer das Problem haben, an wem melde ich mich das und wo kann ich mir meine Sichtungen oder meine Erfahrungen jemandem präsentieren. Und das ist immer das. Und wenn die wissen, dass man jetzt so, sag ich mal, so wie uns, die Mystery-Bande oder Hangar 18B, jemanden hat, der sich intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt, dann bekommt man auch den Mut und erklärt einem auch mal oder schreibt mal eine E-Mail dorthin und berichtet über seine eigene Erfahrungen, über seine eigene Sichtungen. Dann geht es wiederum. Ne? Ja, wenn es denn jetzt nur Texterfahrungen sind, habe ich dann auch häufig schon in den Kommentaren darunter gelesen, wo auch immer Leute dann versuchen, das dann mal seriös zu erzählen. Da kommt gleich alles Mögliche an, ey, ihr Spinner oder was weiß ich, zu viel gekifft oder sonstiges. Genau. Und das ist bei Videobotschaften schon völlig anders, weil da hat man einen wesentlich besseren Einblick auf die Person, auf das Umfeld, wie die leben, wo die leben und so weiter. Und deswegen finde ich diese Videogeschichte wesentlich effektiver, als wenn es nur solche Textbotschaften sind, wo ja im Prinzip auch ganz viele gefakte Sachen dabei sind. Vieles, was da geschrieben wird, die Leute würden sich auch niemals vor eine Kamera setzen. Nicht, weil sie nicht trauen, sondern weil sie genau wissen, dass der Quatsch, den sie da geschrieben haben, nämlich nur erfunden ist. Und das finde ich einfach klasse, dass das eben bei diesen Videobotschaften authentisch rüberkommt. Ja, wir bekommen fast jede Woche eine Zuschrift von jemand, der eine UFO-Sichtung hatte. Oder mittlerweile könnte man sagen, mindestens eine Sichtung pro Woche. Und viele sind auch bereit, vor die Kamera zu treten. Darf ich? Ja, ich würde sagen, die meisten sind bereit. Es ist ja auch nicht so spektakulär. Die haben ja irgendein Licht gesehen in der Nacht. Ein Licht, das vielleicht ein bisschen auffällig herumgeflogen ist, aber es ist ja nichts Wahnsinniges. Und ich glaube nicht, dass man sich heutzutage, wenn man ein Licht sieht, Himmel in der Nacht, das komisch rumfliegt, dass man sich damit lächerlich macht. Also ich glaube, da sind wir und die Gesellschaft schon ein. Mal eine Frage, gibt es bei euch in der Schweiz auch so ein UFO-Hotspot wie bei uns in Österreich, Knittelfeld? Ja, in Biel haben wir was, das wirklich spannend ist. Da sind wir jetzt seit halben Jahr ungefähr dran. Da gibt es eine Person, die hat schon mehrfach UFOs gefilmt und erkennt auch weitere Personen, die diese Dinge gesehen hat. Aber ansonsten in der Schweiz. Das ist weniger, ne? Ja, an unserem Plätzchen, ja, dort wo wir immer hingehen, dort passieren auch immer wieder erstaunliche Dinge. Noch ganz kurz, also wir haben schon auch Leute und auch spannende oder weitere Zeugen, aber es gibt schon auch immer noch dass sie einfach wegen dem Job oder trotz allem nicht vor die Kamera stehen oder im Moment. Naja, das erleben wir schon auch. Das heißt immer noch, das ist eigentlich so der Standard, sage ich mal. Ja, eben, weil es vorhin so ein bisschen rüberkam, dass vielleicht alle gleich vor die Kamera drängen. Also wir haben auch einige Vorgespräche, die wir führen, eben um möglichst wirklich auch die Person einschätzen zu können, was... Ja, also ich hatte ja mal so ein Thema gehabt, da habe ich ja mal die Frage, da ging es um diese Polizisten in den USA, die diese Stimme der toten Mutter aus so einem Auto vernommen haben. Ja. Und die haben ja alle schön vor der Kamera gesessen mit den Rettungskräften zusammen und haben das erzählt. Und da habe ich ja im Nachhinein mal die Frage gestellt, wer sich denn von der Mythengemeinde da hinsetzen würde, vor die Kamera, um sowas öffentlich zu erzählen. Und da ist es schon so gewesen, ich sag mal, dass das Verhältnis, also sie jetzt mal geschätzt von mir aufgrund dessen, was ich gelesen habe, so, ich würde mal sagen, 90-10 war,
Also, dass 90% es nicht täten und 10% würden es tun. Also, dass die Leute da frei drüber sprechen und denken, alle nehmen mich jetzt ernst. So ist es auch nicht. Ne? Weil, wenn ich die Kommentare schon mal lese, wie gesagt, ne, so LSD was immer, Pflanzen am Wegesrand oder sonst irgendwas. Also, das, da muss man sich wirklich überlegen, ob man frei drüber redet, wenn man was gesehen hat. Ne? Ja, und es ist ja auch. Es ist ja auch so, dass wenn du mit diesen Leuten sprichst, du siehst ja, sagen die die Wahrheit oder nicht. Also kann das ja ein bisschen einschätzen. Und ich habe ja viele der Interviews geführt und ich habe bei keinem von unseren Zeugen das Gefühl gehabt, dass die irgendeinen Bären aufbinden. Also die glauben effektiv, was sie da erzählen. Ja, aber da beißt sich ja die Ratte irgendwo in den Schwanz. Ne, die Katze war das so. Da kann sich auch mal die Ratte in den Schwanz beißen. Ja, oder ich, egal, jedenfalls. Ist es ja so, diese Leute, wenn man die sehen würde, würde man vielleicht merken, dass das bodenständige Menschen sind, die das erzählen. Also die ich kennengelernt habe. Auf der anderen Seite trauen die sich das aber nicht, weil die Angst haben, dass sie da halt beschimpft, ausgelacht und für verrückt erklärt werden. Ja, obwohl das eigentlich aufgehoben wäre, denke ich mir mal, wenn man diese Leute mal sehen und sprechen hören würde. Aber naja, wie gesagt, funktioniert alles nicht so richtig im Moment. Ne? Wir arbeiten daran. Ja, ihr macht das. Ja. Ich muss sagen, wahrscheinlich ist das so der Schweizer Mut, dass die Leute sich da bei euch hinsetzen und das erzählen. Ne? Ich denke nicht unbedingt der Schweizer Mut, sondern vielleicht hat Deutschland da einen gewissen Aufholbedarf. Ja, wir sind da schon ein bisschen... Die Bergvölker sind ein bisschen offener, ne? Ja, nicht nur die Schweiz. Also in Frankreich gibt es eine staatliche Institution, die sich mit der UFO-Thematik beschäftigt. In England das Verteidigungsministerium, das Gleiche. Robert Fleischer hat euch von Italien berichtet vor ein paar Wochen. Also ich denke, und in Südamerika und so weiter gibt es mittlerweile... Also die Länder, die ihre UFO-Akten öffentlich gemacht haben, in der Schweiz teilweise auch. Und deshalb ist bei uns das Thema wirklich nicht mehr so tabu und wird nicht so lächerlich gemacht. Wie Das Problem ist, es gibt sowas in Deutschland nicht. Ja, Entschuldigung, Kibio. Nö, erzähl ruhig, frei. Ich habe mich ja mal bemüht, ich habe ja immer diese Polizeifälle, ein paar Polizisten, die Begegnungen mit Paranormalen oder wirklich augenscheinlich erst einmal Unerklärlichen hatten. Und das habe ich ja mal versucht, hier über deutsche Polizisten herauszukriegen. Und da habe ich mich ja an die Pressestelle gewandt. Und die haben ja klipp und klar gesagt, nee, bei uns in Deutschland gibt es sowas nicht. Punkt. So einfach werden die Probleme gelöst. So ist das. Und dass sich diese Verteidigungsministerien der unterschiedlichen Länder genau für solche UFO-Phänomene interessieren, sollte einem doch völlig einleuchtend sein. Das heißt ja nicht, dass jedes Phänomen, was man am Himmel sieht, irgendwie Außerirdische sind oder sonstiges, aber es ist irgendein Flugobjekt, was dort vorbeifliegt. Und da möchte normalerweise jedes Verteidigungsministerium jedes Landes wissen, was da durchgeflogen ist. Seien es auch nur Drohnen von feindlichen Ländern oder keine Ahnung was, aber es möchte man noch wissen, was in seinem Luftraum unterwegs ist. Deswegen finde ich es eigentlich gar nicht ungewöhnlich, dass die Verteidigungsministerien sich darum auch bemühen und auch informiert werden wollen, wenn irgendwo jemand was sieht. Warum das in Deutschland allen sowas von egal ist, was bei uns über den Himmel fliegt, das ist mal ein großes Rätsel. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, die wissen, dass schon keiner freiwillig lacht. Wahrscheinlich. Ja, aber man bedenke, das Phänomen besteht. Ne? Und wenn dann die Regierung so wie in Deutschland kommt, nö, ist alles okay und so weiter, ne? Dann denke ich mir auch, hallo, irgendwas stimmt doch da nicht. Da können die Russen einfach mal drüber fliegen, einfach mal eine Besatzungsmacht absetzen oder sonst irgendwas. Wir haben, oder ja, ist schon seltsam. Ne? Naja, da gab es auch diese Anfrage von einem Politiker, ich glaube, der war von den Grünen oder so. Der hat ja an die Regierung eine offizielle Anfrage gestellt, ob es irgendein Programm oder einen vorgefertigten Ablauf gäbe für den Fall, dass es Kontakt mit extraterrestrischen Wesen hier geben würde, also sprich, wenn UFOs hier landen würden. Und da hat er ganz offiziell eine Antwort bekommen, nee, haben wir uns noch nie mit befasst, weil es das nicht gibt, Punkt. Das war ja, kommt man ja im Internet lesen, die haben also ganz klar gesagt,
Ihnen wäre nicht bekannt, dass es Außerirdische gibt und deshalb hätte man sich damit auch noch nicht befasst, ja. So ganz nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, ist er nicht. Ja, genau. Das ist ein gutes genau. Und die Erde ist so groß, wenn man sich dann mal Deutschland so auf dem Globus anguckt. Ja, mein Gott, warum sollen die denn hier landen? Sollen sich doch die anderen Staaten darüber einen Kopf machen? Die sind doch viel größer. Ganz genau. Ich glaube, wir haben da oben so Schilder in der Luft. Bitte weiter fliegen. Oder so. Ja, und wenn die dann doch mal landen, dann stellen sie sich die Frage, hallo, ist da jemand? Bitte fliegen Sie in die Schweiz. Aber ja, sag mal. Traditionell wissen ja Geheimdienste meist viel mehr als die Regierungen. Mhm. Ja, das ist richtig. Aber wie ist denn? Aber die geben das ja nicht bekannt, sonst. Ja, das ist ja Geheimdienst. Klar. Da fragt man sich, für wen arbeiten eigentlich die Geheimdienste, wenn die ihren eigenen Regierungen nicht sagen, was sie wissen? Aber das ist tatsächlich so. Es ist so. Es ist unglaublich. Ja, aber sag mal bitte, Hangar 18b, wie ist denn so allgemein die Sicht auf das UFO-Phänomen in der Schweiz? Könnt ihr da irgendwas sagen, wie die Leute dazu stehen? Ich denke, das ist nicht viel anders wie in allen anderen Ländern. Also viele lachen darüber, haben keine Ahnung. Ja, man hört uns zu, aber sage ich mal, man spricht dann nicht mehr darüber. Also ja. Ja gut, ich meine, es ist ja auch genug dran gearbeitet worden, dass man für plemplem erklärt wird, wenn man an UFOs oder Außerirdische glaubt. Da ist ja auch schon jahrzehntelang dran gearbeitet worden. Das muss man ja mal so sehen. Ne? Ja, und viele haben auch einfach keine Zeit für oder interessieren sich nicht für das Thema. Also kennen die Fakten nicht und Federer spielt und ja. Ja, das wird alles ein bisschen kleinlich gehalten. Wenn man dann was sieht oder so, dann wird man dann nicht beachtet oder wird, wie schon erwähnt, natürlich für einen Spinner gehalten oder das gibt es nicht. Das ist ja heute die Gesellschaft allein schon. Ne? Die bewegen sich vor, haben das Handy in der Hand, sind die irgendwie, sag ich mal, wie programmiert, kontrolliert, laufen die irgendwie in eine Richtung, sind im Alltagsstress ausgesetzt und so weiter. Ne? Und wenn man doch mal was zu Gesicht bekommt, dann ist der erste Gedankenflut, ja, ich habe da was gesehen, vielleicht habe ich mich ja auch getäuscht, aber wenn ich da direkte Sichtungen habe, dann wird es merkwürdig. Ne? Ja, aber da hast du was Gutes, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry. Ich höre ja manchmal gar nichts mehr und denke dann, derjenige wäre fertig mit Sprechen, aber du bist noch dran, sorry. Kein Problem, klingt dich nur ein, Müdi, alles okay. Also es ist ja so, dass das ist ja gar nicht so verkehrt, was du da sagst. Ich habe neulich eine Mitteilung gelesen, da hat jemand gesagt, seit es die Handys gibt und die Leute nach unten schauen, werden die UFO-Meldungen weniger. Jetzt wissen wir auch, wofür die Dinger erfunden wurden. Ja, genau. Super. Dass man nicht mehr wahrnimmt. Genau. Ihr habt nun freien Flug, ne? Das ist ja nicht ganz unkorrekt. Ich meine, wer schaut schon nach oben in der heutigen Zeit? Also auch Leute, die in Städten wohnen, schauen geradeaus, höchstenfalls. Also. Und ich kann einfach so viel sagen, wir gehen ja häufig raus und schauen uns die Nacht an, stundenlang. Ja. Und wenn du das machst, du wirst immer wieder mal irgendetwas sehen, das man sich so nicht erklären kann. Das muss dann nicht jetzt ein außerirdisches Raumschiff sein, aber die Dauerndinge, das ist kein Satellit und kein Flugzeug. Ich weiß nicht, was es ist. Wer schaut, der sieht auch. Ja, richtig. Aber die meisten Menschen werden nicht verstehen, dass es spannender ist, mal eine Stunde in den Nachthimmel zu schauen, als in den Fernseher. Genau. Ja. Das werden sie nicht verstehen. Ja, das ist ja die neue Bildung der TV. Ja, genau. Und selbst wenn im Fernseher dann mal, auf welchem Programm auch immer, irgendwas über UFOs kommt, eine vernünftige Dokumentation oder sonstiges, dann wird sich das angeguckt. Aha. Und gut, und danach ist wieder alles vorbei. Also es wird kein Unterschied mehr gemacht, ob Sie wirklich jetzt eine Dokumentation gesehen haben oder einen Spielfilm. Mhm. Ja, dieser Unterschied wird gar nicht mehr gemacht. Ach ja, ist ja ganz spannend und dann plupp, vorbei. Ja, genau. Und das ist echt erschreckend. Das ist ein bisschen, ja genau, das hast du schön gesagt, das ist sehr erschreckend. Das hat auch damit mit dem Erwachsenwerden zu tun. Wenn ich meine kleine Tochter anschaue oder sonst kleine Kinder, die haben noch so einen Entdecker,
Elan drin, die möchten die Welt entdecken. Ich sage mal, wenn jetzt der Großteil der Menschen das jetzt auch noch ein bisschen weiter wieder ein bisschen Kind sein im Elternalter, vielleicht so wie wir, muss ich mal noch gewisse Fragen stellen. Ja, warum? Warum ist das so? Warum? Wollen wir alle kennen, also welche, die Kinder haben, sage ich mal. Dann kriegst du poste dich ein bisschen um, kriegst ein anderes Verständnis und stellst auch mal Fragen, ja shit, was kann das sein? Also, und du hast dann die Augen wieder offen, du siehst, entdeckst wieder neue Sachen. Also eigentlich so müsste man der Menschheit wieder ein bisschen einpläulen, Jungs, seid wieder ein bisschen mehr Kinder mit gewissen sauberem Menschenverstand und hinterfragt auch mal, ja, kann denn das sein, was da gesehen wird, oder gibt es andere logische, Lösung für das Phänomen oder sonstiges was. Aber leider hat halt YouTube nicht nur die guten Seiten, so wie unsere Channels jetzt, sondern halt auch viele sehr viele andere Ansichten, wo der größte Teil der Meeresfische in die eine Richtung schwimmt und der andere sagt, hey, ich möchte gerne in den Süden schwimmen und schwimm mal alleine dadurch. Ja, und das Problem ist ja wirklich nicht nur YouTube. Ich meine, das ist ja auch ein Medium, wo man vorsitzt und nicht in den Himmel schaut. Genauso wie dieses Handy ist auch ein Medium, wo man dann drauf guckt und nicht in den Himmel schaut und nachts schon mal gar nicht. Selbst wenn die Jugendlichen dann irgendwann mal auf die Idee kommen, in den Himmel zu schauen, dann muss man ihnen dazu erklären, ihr müsst auch nach draußen gehen, sonst seht ihr nichts. Wobei ich aber noch erwähnen möchte, dass wenn du dich hier in der Stadt irgendwo hinsetzt und eine Stunde in den Himmel guckst, nach 15 Minuten die umliegenden Nachbarn die Polizei gerufen haben. Stalker. Weil da draußen wahrscheinlich irgendeiner zugedröhnt rumsitzt oder so. Hey, man muss natürlich und sitzt wegfallen. Du da und guckst 3 Stunden auf dein Handy, ist alles okay. Ja, dann passt alles, ne? Ja, ja, man muss ja eh rausfahren, ich sag mal, die Lichtverschmutzung, ne? Ja, es stimmt. Ich muss ja aus der Stadt raus, ist ja einfach so. Ne? Ja. Ja, lieber Hangar 18B, wenn ich jetzt mal, darf ich das Thema mal wechseln? Oder das wollte ich auch gerade so machen, ja. Ich hatte jetzt auch nur noch bis zum kleinen Abschluss gewartet. Ich denke mal, UFO, da kann man ewig weiter drüber diskutieren. Es gibt da Phänomene, die nicht erklärbar sind. Das müssen auch lange keine grünen Männchen in Raumschiffen sein, aber die Möglichkeit ist ja durchaus auch da, dass andere Lebewesen von anderen Planeten durchaus soweit sind und uns hier besuchen. Wir werden es auch in diesem Talk nicht klären können. Sodass wir jetzt mal überleiten zu dem zweiten, finde ich auch sehr interessanten Fall, mit dem ihr euch Hangar 18B in der Schweiz auch beschäftigt habt. Und das sind diese Missing 411 Fälle. Da kann der Mythenmetzger ja auch eine Menge zu sagen. Nicht über die Fälle in der Schweiz, aber die er untersucht hat. Könnt ihr da mal so einen kleinen Abriss geben, was da in der Schweiz so los ist? Ja, wir wurden auf einen Fall in der Schweiz aufmerksam über eigentlich ein Interview, das David Paulides gegeben hat. Und natürlich kannten wir Missing 411 die Fälle schon, natürlich auch vom Mythenmetzger. Wir schauen den Kanal ja oft und viel. Das ja, wir sind das. Die 2 Viewers, das sind wir. 2 von uns 4. Ja, nee. Immer Daumen runter. Nee, wir wurden darauf aufmerksam, dass es hier so einen Fall geben soll und da wir eigentlich jedes Jahr eine Woche uns Zeit nehmen für Hangar 18B, neben den normalen Dingen, die wir machen im Jahr, nehmen wir uns eine Woche und versuchen irgendein Thema ein bisschen tiefer zu analysieren, haben wir uns entschieden, das wäre was für uns. Mhm. Ja, das war mal so eine Idee. Wir diskutierten etwa ein halbes Jahr darüber, sollen wir das machen oder nicht, und haben auch ein bisschen recherchiert in diesem halben Jahr. Vielleicht einfach noch, wir machen das alles aus Hobby und ist sehr zeitintensiv, und irgendwann haben wir den Entschluss gefasst, wir gehen dem tiefer nach und so das. Und da seid ihr auch durchaus fündig geworden. Ihr habt ja da so ein paar Fälle ausgegraben, die sich da zugetragen haben. Kannst du die mal so ganz kurz skizzieren, wie das war? Ja, das war, wie gesagt, der Fall in Wengen. Das war eigentlich unser Hauptfall.
Es hat sich dann noch eine lustige, oder nein, lustig ist es nicht, es hat sich noch ein der Zufall noch was ereignet hier in unserer Nähe. Ein weiterer Fall, bei dem eine Dame in diesem Fall verschwunden war und wir kennen den Berg, oder ja, das ist auch mehr ein Hügel vielleicht für Schweizer Verhältnisse. Es ist der Uetliberg außerhalb von Zürich. Das ist, da gibt es ein paar Stellen, die sind ein bisschen unwegsam, aber eigentlich kann da jeder rauf. Und ja, aufgrund des ersten Falles sind wir auch auf diesen aufmerksam geworden. Aber wirklich recherchiert haben wir vor allem im Fall von Wengen. Jetzt haben wir das Video, haben wir ja alle gesehen. Ich denke mal, Quipo auch, ja? Selbstverständlich. Natürlich, ja, so als gespannte Missing 411-Verfolger oder auch Missing 411, wie immer man es nennen will, waren wir natürlich alle dabei. Und ja, es hat dann so ein paar Punkte gegeben, wo so einige nicht ganz mit glücklich waren. Zum Beispiel, dass er diese Polizeiberichte nicht näher vorgestellt hat. Woran lag das denn? Das lag effektiv hauptsächlich daran, dass wir nie gedacht hätten, dass das so lange dauert. Wir brauchten, ich weiß nicht, was war das, fast ein halbes Jahr noch danach, ne, etwa 4 Monate. Wir mussten aber irgendwie den Film schon schneiden und irgendwas machen, weil unser Programm läuft weiter und wie gesagt, das ist ein Hobby, also wir haben auch Familie und da geht dann was mit der Planung schief irgendwann. Wir haben die wichtigsten Dinge unserer Meinung nach erwähnt aus dem Polizeibericht. Es gibt noch ein paar Dinge, die da haben wir dann einfach gesagt, jetzt müssen wir das Ding fertig machen und gehen dann vielleicht später mal drauf rein. Ja, okay. Ja, das war natürlich etwas, was den Leuten so ein bisschen gefehlt hat. Aber insgesamt muss ich ja mal sagen, wie gesagt, ich kenne es ja selber auch aus meiner Vor-YouTube-Zeit. Da weiß ich, wie viel Aufwand das ist. Ich weiß, was das auch kostet. Ich weiß, wie viel Zeit da fliegen geht. Und das ist dann teilweise ziemlich zerhackstückt worden von den Leuten, was ich jetzt nicht so doll fand. Da waren einige bei, die haben wirklich übelste Kommentare geschrieben. Aber ich finde, man muss sich einfach mal vor Augen führen, was ihr da für einen Aufwand betrieben habt. Und dass wir alle keine Profis sind. Und ich denke, wenn man da mal etwas nicht so macht, wie andere das gerne hätten oder so, dann kann man das entsprechend formulieren und vielleicht wird es dann auch nachgereicht. Aber teilweise war das schon ja ganz schön unnett, was da so stand bei euch. Ne? Auch ein entscheidender Punkt war wirklich, bis wir die Dokumente erhalten haben. Also wir wurden da auch ein bisschen hingehalten oder nicht optimal beraten, wie man das auch immer will. Ja, das hat sich dann zeitlich so ergeben. Und ja, es hat sich ja im Verlaufe der Zeit in Wengen eigentlich dann noch ergeben, dass es mindestens ja noch 1 bis 2 weitere Fälle gibt und wir werden mal schauen, ob wir dann weiter immer weiterhin noch verfolgen in der Schweiz, ja. Dann kriegt man auch mehr Infos noch über die Untersuchungs- und die Kommentare, ja, die sind nicht nett, das ist klar, aber ehrlich gesagt, uns ist das egal, so krass das auch klingt, aber wie du gesagt hast, jeder, der sich einmal mit sowas beschäftigt hat, weiß, wie viel Aufwand das ist. Und ja, man hätte es besser machen können, das wussten wir auch, noch vor der Veröffentlichung. Ich habe noch gesagt, eine Woche mehr, aber wir hatten kein Zeitfenster mehr. Wir konnten, dann hätte das weitere 2 Monate gedauert. Und Ja, gut, das sind halt so Dinge, die wissen viele nicht, ich sag jetzt mal, also ich möchte da niemanden, wie soll ich das jetzt erklären, niemanden Vorwurf machen von den Leuten, die da kommentiert haben oder so. Es ist teilweise auch so ein bisschen Unwissen, wenn man sieht halt 20 Minuten oder eine Dreiviertelstunde Video und denkt, das ist die Zeit, die der Ersteller dafür gebraucht hat, um das Video zu machen. Ja, genau. Ja, und die haben, sage ich auch nicht unseren Kanal, also wir betreiben jetzt den seit 5 Jahren, wir machen alles Learning by Doing, das heißt, wir machen alles selber und das ist auch der längste Video, den wir überhaupt produziert haben. Ja. Und klar lernt man auch immer, das ist auch das Spannende, neben dem, dass man coole Leute trifft und in den Himmel schauen kann, man lernt viel auch mit der Technik. Wir machen wirklich ja von A bis Z alles selber im Team, ja. Darum auch umso schöner, dass wir jetzt mit Remo eine weitere Unterstützung haben, ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr viel Aufwand ist. Da verschwinden Personen auf unerklärliche Weise, ja.
Ja, und was er gerade gesagt hat mit dem Video, mit dem Aufwand, also wenn man jetzt mal so ein 30-Minuten-Video nimmt, also wenn man dafür 10 Stunden braucht, dann ist man schon gut, ich zumindest. Wenn ich 10 Stunden nur. Nee, das glaubt kein Mensch, der da nichts mit zu tun hat. Also von angefangen zur Recherche bis bei mir zur Bildanalyse, Videoanalyse und. Wenn ich da wirklich 30-Minuten-Videos habe ich ja gar nicht, ich habe ja meist so 10, 12, 15 Minuten, da brauche ich locker 10 Stunden für und das ist nicht so hochgegriffen, eher zu niedrig. Aber es glaubt keiner. Also es ist tatsächlich so, dass viele, die irgendwann im Nachhinein mal angefangen haben, Videos zu machen, dass die mir dann Mails geschrieben haben, neulich erst wieder jemand, der mir gesagt hat, also die dann geschrieben haben, dass sie nie gedacht hätten, dass es so viel Aufwand ist, so ein 20- oder 30-Minuten-Video zu produzieren, dass sie da Tage dran gesessen haben. Und das wissen viele gar nicht, dass so ein 20-Minuten-Video teilweise 10, 12, 15 Stunden Arbeit kostet mit Recherche und allem, was dazugehört. Ne? Und ich möchte, ja, wie gesagt, ihr jetzt da in der Schweiz, wie lange habt ihr daran gearbeitet insgesamt? Eine sehr gute Frage. Ich habe es leider nicht aufgeschrieben. Eigentlich habe ich mal gesagt, ich beginne mal damit, das aufzuschreiben, aber ich würde sagen, das hat 500 Stunden gekostet. Also wenn man beide Leute, die wir waren ja zu zweit da oben, auch diese Zeit noch rechnet, wir sind wahrscheinlich bei 500 Stunden oder so. Das muss man sich mal reinziehen, sowas. Ne? Ja, und das glaubt keiner, der das nicht wirklich mal selber gemacht hat, ein qualitativ wirklich vernünftig gut recherchiertes Video online zu laden. Ich meine, es ist ja was anderes, als wenn ich möchte niemandem zu nahe treten, jetzt ein Let's Play mache. Das nehme ich 1:1 auf, stream das dann hinterher online und dann ist gut damit. Da brauche ich ja nicht mehr viel zu machen. Ja. Aber bei dem, was wir hier machen, ist das schon ein kleiner Unterschied. Das ist schon sehr viel Aufwand. Man muss ja bedenken, aufgenommen ist es schnell einmal, aber man muss ja auch dann die Video bearbeiten. Wenn man jetzt eine bestimmte Videofrequenz hat, dann ist man da schon etwas länger dran und da geht Zeit drauf. Also das ist ja nicht, dass das in 5 Minuten das alles erledigt ist und ich sag mal, allein schon die Aufmachung ist groß. Ne? Was mich jetzt noch interessiert, ist diese 411-Fälle von dir, Müti, sind ja auch spannend, welche Parallelen es da bei dem Verschwinden dieser Personen gibt, sowohl bei denen, die du untersucht hast, als auch bei denen in der Schweiz. Ist ja nicht so, hoppla, da sind Leute verschwunden, wir packen das mal unter einen Mythos 411, sondern da gibt es ja auch Parallelen zwischen den beiden Fällen. Vielleicht wäre es spannend, wenn ihr die nochmal erklären würdet. Also es ist ja so, dass diese Missing 411-Fälle, dass die ja alle punktuell fest, also im Sinne von ja festgelegt sind durch David Paulides, was er da rausgefunden hat, was die Verbindungen zwischen den einzelnen Fällen sind. Je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto mehr neigt der ein oder andere auch dazu, jedes Verschwinden sozusagen als Missing 411-Fall zu deklarieren. Da muss man schon so ein bisschen differenzieren. Das auf jeden Fall, ja. Was die beiden Fälle jetzt, also den Schweizer Fall und das, was sonst so aufgelistet wird, so ein bisschen verbindet, das ist halt zum einen die Tatsache, dass da schon so ein paar merkwürdige Details bei sind, die ja sehr unüblich sind. Ich sag mal, wenn der Schnee lag und vom Weg bis zum Rand dieses Felsens, wo der junge Mann abgeschmiert ist, keine Fußspuren gefunden werden können, da muss man sich natürlich fragen, wie ist der da hingekommen? Ja, genau. Das ist eben nicht normal, das fällt raus, ja. Und das klar, aber ist halt schwierig, ne? Ich habe ja damals in dem Kommentar auch geschrieben, dass dieser Fall sehr interessant ist, aber ich da jetzt nicht so die großen Parallelen oder viele Parallelen zu diesen Missing 411-Fällen sehe. Aber der Paulides sieht die. Und da muss man sich fragen, warum sieht er die? Entweder hat er falsche Informationen oder mehr Informationen, ja? das muss man mal so sehen. Ja, richtig, klar. Das widerspricht ja seiner eigenen Aufstellung, womit er diese Fälle halt in diese Kategorie einordnet. Ne? Also muss ja da irgendwas sein, was ihn selber dazu bringt zu sagen, das ist einer dieser Fälle. Und ich denke mal, da haben die Hangar 18B-Leute schon ganz gut angesetzt dann. Ne? Aber man muss ja alles berücksichtigen, ne?
Also für uns als Fazit ist das absolut Wichtigste an dem Fall effektiv, dass diese Spuren fehlen. Man muss sich vorstellen, es hat etwa 1,20 Meter Schnee dort. Ja. Also da ging ein Weg, der war vielleicht ein bisschen, da war nicht so viel Schnee, aber man fand die Spuren dort. Und dann sieht man keine Spuren ins Gelände runter. Also weder Fußspuren noch abgerutscht irgendwas bei 1,20 Meter Schnee. Das ist nicht erklärbar. Also ich kann es nicht erklären, sagen wir so. Ne, das ist auch nicht erklärbar. Ich sag mal, wenn zu diesem Abhang hin keine Spuren führten, wie viele Meter lagen denn so ungefähr dazwischen, zwischen diesem Weg und diesem Abhang? Es waren schon so 100 Meter ungefähr. Mhm. Und das geht so, Gelände, das geht natürlich runter, das geht schon von Anfang an runter, aber nicht so steil bei 1,20 Meter. Wenn, selbst wenn man da irgendwo über die erste Klippe fällt, dann bleibt man bei der zweiten hängen. Also das ist nicht, man müsste die Spuren definitiv sehen. Wir waren dort auf dem Weg und es gibt keine Erklärung für uns, dass man die Spuren nicht gesehen hat. Und auch die Spürhunde, das finde ich auch sehr spannend. Also, die Hunde haben die Spur gefunden bis dorthin und dann verloren. Und in allen Kommentaren oder auch bei Mythenmetz gab es schon Kommentare von Leuten, die Spürhunde ausgebildet haben. Die sagen, ein Spürhund verliert die Spur nicht einfach so, wenn er sie mal hat. Ja. So, und optisch, wie gesagt, 1,20 Meter Schnee, selbst optisch. Also man müsste sehen, da ist er runtergegangen und... Weiß denn irgendjemand, wie der Polaidis überhaupt an diesen Fall gekommen ist? Ich glaube nicht, dass der in den Nachrichten in den USA gelaufen ist. Das große Schweigen. Keiner weiß. Wir wissen es nicht, wie er dran gekommen ist. Wir haben sogar mal versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen, werden das vielleicht dann nochmals versuchen. Aber nein, also wir wissen es nicht. Für uns ist es ein ganz typischer Polaidis-Fall eigentlich. Also da ist der Mensch, der Spuren verlieren sich und dann kommen Suchmannschaften und finden nichts. Und ein paar Tage später kommen die Suchmannschaften wieder und plötzlich liegt er da, aber eben nicht dort, wo die Spuren aufgehört haben, sondern 100 Meter weiter. Also ein ganz typischer Polaidis-Fall. Ja, ist schon merkwürdig. Auch, dass die Person keine Schuhe anhatte. Ja. Und keine Socken, das ist auch typisch Polaidis. Aha, ja. Ja, interessant, ja. Ja, genau. Und diese Parallelen, die fand ich auch gerade interessant. Deswegen habe ich das gerade nochmal angesprochen, dass ihr das mal schildern sollt. Dass da wirklich jetzt halt nicht nur in den USA solche Sachen passieren, sondern auch, ich würde ja fast sagen, bei mir vor der Haustür, man muss nur genau hingucken. Und die Frage ist immer, wer guckt da so genau hin bei solchen vermissten Fällen? Ich denke mal, das werden die wenigsten tun. Gerade, wie du schon sagtest, Mythenmetzger, die Polizei in Deutschland ist da nicht gerade sehr kooperativ, was solche Auskünfte angeht. Ja, kannst du nicht, wenn du mit der Auflistung von Polaidis kommst und sagst, habt ihr irgendwelche Fälle, die da reinpassen, da hast du gar kein Recht drauf, in Deutschland irgendwelche Auskünfte zu bekommen. Ja, du kriegst diese Auskünfte nur, wenn du ein sogenanntes berechtigtes Interesse vorweisen kannst. Und das haben nun mal Anwälte, Ermittler, Feierabend. Ja, das andere, was man vielleicht nicht vergessen darf, ist, wenn, ich sage jetzt mal, Blaulichtorganisationen dastehen, wo dann plötzlich die Erklärungsnot kommt. Ich sage jetzt mal, wenn ich dann in ihrer, sage jetzt mal, in der Blaulichtorganisation wäre und ich müsste jetzt so einen Fall untersuchen und ich habe keine Erklärung, dass schon alleine das menschliche Wesen, wo dann sagen muss, und auch gegenüber den Opferfamilien oder so, hey, du möchtest gerne helfen, aber wir können nicht, weil wir es nicht wissen, was da passiert ist, oder? Und das kann man schon vorstellen, wenn seriöse Leute da draußen, die das Ganze ermitteln, also eben Blaulichtorganisation und so weiter, vielleicht sich, sagen wir es mal so, ein bisschen schämen, mit so einem Fall dann auch sagen, hey, Jungs, wir haben da was, wir brauchen noch mehr Hilfe, irgendwie oder was auch immer, dass dann vielleicht gewisse Leute dann sagen, hey, seid ihr noch vertrauenswürdig oder spinnt ihr oder was auch immer, also immer so eine Graustelle, sage ich mal. Das Ganze ist ja so mysteriös, da verschwinden Personen und nach Tagen findet man die wieder ohne Kleidung
Und das ist schon merkwürdig, da stellt man sich die Frage, warum? Warum haben die keine Kleidung mehr an? Ja, und dieses Vertrauenswürdige, was da gerade in Deutschland so ein Riesenproblem ist, Mühlenmetzger, du hattest ja auch manchmal solche, oder das hattest du schon mal häufiger, solche Fälle von Erlebnisse von Krankenschwestern und so. Untereinander wird das ja ganz offensichtlich schon kommuniziert, dass die ältere Krankenschwester der Jüngeren sagt, ja, den habe ich auch schon mal gesehen oder so, musst du dich nicht drum kümmern. Aber nach außen wird das ja überhaupt nicht getragen. Da müsste man ja wirklich mal irgendwie sich drum kümmern, dass das mehr nach außen transportiert wird. Und ich denke mal, es fängt genauso in diesem kleinen Rahmen an. Einmal mit diesem Sterben im Krankenhaus, mit diesem Verschwinden der Leute und diesem UFO-Phänomen, also das, was wir so besprechen. Das hapert alles an den gleichen Sachen. Leute erleben etwas, aber erzählen es nicht. Ja, das ist der Punkt. Das ist ein gewichtiger Punkt. Und das denke ich mir, das ist auch bei diesen Fällen, jetzt zum Beispiel diesen Schweizer Fall, der ein oder andere, der wird vielleicht irgendetwas wissen, hat vielleicht schon mal so etwas Ähnliches erlebt oder weiß, dass irgendwas da ein bisschen seltsam ist in der Gegend, wo dieser junge Mann da verunglückt ist, wird es aber nicht erzählen, weil er gerade, ich sag mal, in so einer, wie groß ist der Ort, liebe Leute von Hangar 18? Wie groß ist der Ort? Relativ klein. Okay. Ich habe gesagt, glaube ich, 8.000 Einwohner oder so. Vielleicht. Und im Sommer doppelt so viele. Aber ja, genau, das passt wie die Faust aufs Auge. Also es ist auch ein Parallele zum UFO-Thema. Ja. Die Leute sprechen untereinander, aber nicht alle stehen dann vor die Kamera. Also wir hatten auch Aussagen gekriegt, wo anscheinend die Polizei gesagt hat, nicht darüber sprechen. Mhm. Also und dürfen nicht darüber sprechen. Also auch da erlebt man eigentlich, und das war auch das Spannendste, also oder auch Spannende, natürlich mit den Personen und wieder, wer weiß was und dann sagt er nichts oder, ja, er war auch im... Diesen 411-Fälle, das hört sich auch so irgendwie an wie so bei deiner klassischen UFO-Entführung. Da werden Leute entführt, werden wieder zurückgebracht, aber in diesem Fall sind die Leute, also die Personen tot, aber ohne Bekleidung. Kann das vielleicht auch so einen Zusammenhang geben, dass es vielleicht, sag ich mal, in dieser Situation vielleicht eine Möglichkeit gibt, dass es auch vielleicht irgendeine andere Mächte im Spiel sind? Ja, das ist eine sehr gute und interessante Frage, die wir uns natürlich auch gestellt haben, weil Poleides stellt diese Frage nicht. Und wir beschäftigen uns ja von Natur aus mit UFOs. Und wenn da plötzlich Spuren nicht mehr weitergehen und die Person später, und zwar Tage später, nachdem Suchtrupps eben um die Spuren herum alles abgesucht haben und nichts finden, sondern eben erst Tage später eine Leiche entdeckt wird, wie soll das geschehen sein? Der muss ja irgendwie in die Höhe gehoben worden sein. Man hat ja, es gibt ja auch die Tierverstümmelungen oder Cattle Mutilations, da hat man ja schon beobachtet, wie eine Kuh in ein UFO hochgesogen wurde, vielleicht 30, 40, 50 Meter hoch in einem blauen Licht drin, im UFO drin verschwindet, das UFO fliegt weg, kommt vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde später zurück und oder man findet die tote Kuh ein paar Stunden später, vielleicht sogar auf der anderen Seite des Zauns. Soll die Kuh über den Zaun gekommen sein mit Knochenbrüchen. Viele Knochenbrüche, die darauf hindeuten, dass die Kuh aus über 30 Metern Höhe abgeworfen wurde. Und so war es auch beim Wengener-Fall. Die Leiche sah ja ganz schlimm aus. Also könnte man sich auch vorstellen, aus hoher Höhe abgeworfen. Aber er ist doch abgestürzt, oder nicht? Habe ich das so? Ja, das wissen wir nicht. Also die Absturzstelle ist ja 100 Meter weiter weg. Die potenzielle Absturzstelle ist ja 100 Meter weiter weg von da, wo die Spuren aufgehört haben. Mhm. Also wissen wir es nicht. Aber wir vier sind uns da nicht ganz einer Meinung. Für mich, ich habe mich sehr viel mit UFO-Entführungen auseinandergesetzt. Für mich ist das keine klassische UFO-Entführung. Eine klassische UFO-Entführung dauert immer zwischen einer und zwei Stunden. Mhm. Und im Prinzip bei den Tausenden von Fällen, die es bis dato gegeben hat,
wurden alle Menschen immer gesund zurückgebracht. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen in Brasilien, wo es zu einigen Toten, zwischen 10 und 30 Toten kam, in den 70er und 80er Jahren. Aber da sind mir nur diese Brasilien-Fälle bekannt. Und hier deutet es auf etwas anderes hin. Ist da irgendwas? Der Oli zum Beispiel hat auch eine Meinung, was das sein könnte oder wie das passiert sein könnte. Also für mich ist es eher eine Dimensionsgeschichte. Ja, schließe ich mich an. Super. Ja. Ich habe mir jetzt gerade in unserem Fall vorgestellt, der geht da diesen Weg, warum auch immer. Sagen wir mal, er war ja nicht traurig, soweit wir herausgefunden haben, aber aus irgendeinem Grund geht er da drunter und dann macht er einen Schritt und dieser Schritt endet dann halt irgendwo anders, als dass er enden sollte in einer Dimension. Also ja, das ist ja insofern, ist es ja der Polaris, der hat sich ja nie irgendwie dazu geäußert, was er denn denkt, was es ist. Ja. Ja, aber das hat er mittlerweile gemacht und zwar hat er mit Physikern gesprochen. Okay. Und die haben ihm gesagt, dass es auch ja zu gezielten, also zu positionierten Dimensionsübergängen kommen kann. Ja? Die haben von sich aus Kontakt mit ihm aufgenommen, muss man dabei sagen. Ja? Und haben ihm gesagt, es gibt in der Physik Modelle, die von gezielten, ja, wie soll ich sagen, jetzt nicht Todesstrahlen oder so, sondern von punktuell gesetzten Übergängen sprechen, so dass man kurzfristig praktisch irgendwo reinläuft aus Versehen, was sich nur ganz kurz öffnet und dann nochmal öffnet und man fällt wieder raus, so ungefähr. Es gibt so dieses Modell davon, das heißt nicht, dass es das jetzt wirklich gibt, aber es gibt so diese Theorie, dass es gerichtete, positionierte Übergänge geben könnte, in die man versehentlich hineinlatscht. Und das würde dann wahrscheinlich auch erklären, warum so viele Menschen innerhalb von Sekunden verschwunden sind, ohne dass überhaupt jemand mitkriegt, wo sind die geblieben. Dass die in so ein Feld reinlaufen. Ja, und was dann dahinter passiert, ist die gute Frage. Vergeht die Zeit genau wie bei uns? Dauert das länger oder wie auch immer? Das weiß keiner. Es gibt aber, wie gesagt, nur dieses Modell. Ja, also an den Empfangsgeräten draußen, ich habe nicht gesagt, das gibt es. Ja. Es ist so, sondern es gibt dieses Modell in der Physik, dass es sein könnte. Und das was ist, könnten wir uns eben auch vorstellen? Ja, das ist auch so meine Erklärung. Ich war immer der Meinung, dass es um ein Phänomen geht, das existiert, was wir aber noch nicht kennen. Ein irdisches Phänomen. Das ist so meine Meinung. Ja. Und damit würde es auch gleich einige andere Fragen klären, nämlich zum Beispiel diese verschwundenen Kühe, nehme ich jetzt mal, die da irgendwie angeblich von außerirdischen Raumschiffen weggebeamt werden und dann irgendwie 3 Stunden später oder was wieder auf die Weide zurückgeschmissen werden. Warum sollte ich als Außerirdischer die blöde Kuh wieder auf die Weide zurückschmeißen? Die würde ich doch zur Sonne schießen oder sonst wohin, wenn ich das Vieh nicht mehr brauche. Auf der anderen Seite, dass die Menschen dann wieder zurück auf die Erde kommen, zeigt ja auch, dass die, wer auch immer das macht, falls es wirklich gesteuert ist, zeigt, dass wir einen Totenkult haben, dass es uns wichtig ist, dass die Verstorbenen wieder zurückkehren, was bei der Kuh ja egal wäre, weil die haben nicht so einen tollen Totenkult, die Kühe. Und wenn das jetzt nicht so zielgerichtet ist, sondern wirklich nur so ein Übergang ist, dass man da irgendwie hin weg ist und woanders wieder auftaucht und gut, wenn man Pech hat, hat man Abgrund unter sich und ist dann halt tot. Das würde für mich die Sache mit der Kuh erklären, warum die wieder auf die Erde zurückkommt. Weil sonst macht es einfach keinen Sinn. Nein, also da hat der Philipp eine ganz interessante Entdeckung auch gemacht mit diversen Zeitschriften, also nicht Zeitschriften, Fachbüchern und so, was die Leute auch gesagt haben, dass halt die Kuh nicht nur wieder zurück und ich sage jetzt mal diverse Knochenbrüche hatte, sondern ich glaube, das erzählt Philipp direkt selber, dass dann auch ich sage jetzt mal Flüssigkeiten fehlen. Aber ich glaube, da gebe ich das Wort mal kurz Philipp. Ja, also bei Cattle Mutilations ist ja immer so, dass die Tiere sind ja nicht nur Kühe, können auch Pferde oder Ziegen oder sowas sein, dass die immer blutleer sind, komplett blutleer. Also die Leber sogar blutleer. Also können wir gar nicht, wir können gar keine Leber blutleer machen.
und kein einziger Tropfen um die Tiere herum auf dem Boden. Man sieht keine Spuren, nichts. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Das hat nichts mit Poleides zu tun. Und ja. Das ist schon sehr interessant, dass da kein Tropfen Blut mehr drin ist oder so. Mm. Ich wollte nur noch anmerken, dass eben wir können mit unserer Logik das Phänomen der Außerirdischen nicht erfassen. Das, ja, das maße ich mir gar nicht an, das zu versuchen. Ja, aber das ist für mich zum Beispiel als typischer Atheist ist das immer so eine göttliche Idee. Ja, wir können uns Gott nicht erklären und bla bla bla, deswegen macht er auch so komische Sachen und lässt Kinder sterben. Das würde ich jetzt ungern auch auf UFOs oder sonstiges übertragen, dass wir uns deren Logik nicht erklären können. Sondern ich denke schon, wenn das denkende Wesen sind, können wir auch deren Logik erfassen. Wir können zwar nicht bis ins Kleinste hinein nachvollziehen, was sie warum tun, warum sie wen entführen oder was sie da machen, aber ich denke schon, dass man deren Logik so ansatzweise verstehen kann, dass sie sich verstecken vor uns, wenn sie denn wirklich hier sind, dass sie Leute entführen und zurückbringen, dass es möglichst nicht auffällt, was dann ab und zu wahrscheinlich schief läuft. Also ich denke schon, dass wir auch mit unserer begrenzten Logik deren Logik ansatzweise nachvollziehen können. Ich sträube mich da mal so ein bisschen zu sagen, ach, das verstehen wir sowieso nicht. Das finde ich ein bisschen, ja, ich weiß nicht, bin ich nicht mit einverstanden. Ja, also wir können ja die Tatsachen verstehen. Es gibt ein Reproduktionsprogramm, ein Hybridprogramm, das gibt es eindeutig. Und es gibt auf der anderen Seite blutleere Tiere. Wozu sie das aber alles machen, entzieht sich meiner Kenntnis. Ja, das entzieht sich auch meiner Kenntnis, selbstverständlich. Weiß ich auch nicht. Wenn ich es wüsste, würde ich es jetzt hier rausplaudern, aber tut mir leid, da kommt jetzt nichts von mir. Ja, das sieht so aus, als würden die auch Experimente mit uns machen. Ne? Die entziehen vielleicht irgendwelche DNA-Strukturen, Blut, um vielleicht irgendwas anderes zu erschaffen. Es ist jetzt ein bisschen hergesponnen oder so, aber ich denke mal, so weit hergeholt ist das Ganze nicht. Ne? Ich weiß nicht. Züge, das sind, ja. Nee, und ich denke mal, jetzt sind wir von unserem Einstiegsthema UFOs, Sichtungen und UFO-Zeugenbefragung über die 411-Fälle oder 411-Fälle bis auf jetzt doch wieder Entführungen und andere Sachen von Entführungen bzw. Verschwinden von Tieren gekommen. Ich denke mal, wir sind jetzt so im Groben auch durch von unserem Themenbereich. Wir können das natürlich noch Stunden weiter diskutieren und ich weiß nicht, irgendwann drehen wir uns da nur noch im Kreis. Deswegen würde ich mal so die Frage stellen, ob noch irgendjemand etwas beitragen möchte, was jetzt hier noch unbedingt gesagt werden sollte. Ja, soll ich anfangen? Ja, bitte, gerne. Ich würde ganz gerne noch mal eine Sendung mit euch machen, und zwar bezüglich dieser Missing 411-Fälle. Ganz schön. Sehr gerne, ja. Wenn die anderen beiden hier nicht möchten, machen wir das auch allein. Ja, klar. Die sind da schon. Also es wäre nett, wenn ihr euch nochmal bereit erklären würdet, wiederzukommen. Natürlich. Dann würden wir uns da mal vielleicht entsprechend kurz vorbereiten, dass wir etwas intensiver und genauer und ja auf dieses Thema, dieses Falls nochmal eingehen und auf das, was da sonst noch so dranhängen könnte und wir uns über diese ganze Thematik nochmal unterhalten. Sehr gerne, ja. Super, machen wir. Okay, Real Mystery, genau. Du auch noch ein Schlusswort von dir? Ja, dann würde ich sagen, dass wir Hangar 18b beim nächsten Mystery-Button-Talk wieder dabei haben, und zwar beim Mietenmetzger. Und ich denke mal, die Fälle Missing 411-Fälle da intensiv anschneiden, weil da gibt es ja auch in Kjatlopas und ja, Spannend. Ganz, ganz, ganz viele Hinweise, wo Mythenmetzger auch ganz tief drin ist und auch seine Verbindungen hat. Und ich denke mal, das ist ein sehr gutes Thema, dann können wir das auch mal ein bisschen tiefgreifender eingehen. Ne? Ja, würde mich sehr freuen. Uns auch. Ja. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, super. Ich hoffe, für die Zuseher ist das auch okay. Ich denke mal, ja. Oder?
Die können sich eh nicht wehren, die müssen das einfach hören. Einfach akzeptieren. Genau. Und wenn ihr nochmal in irgendeiner Bergregion ermittelt, ich trage auch eure Koffer, wenn ihr mir den Aufenthalt ja, sehr gerne, du bist jederzeit herzlich willkommen. Wir haben viele Koffer. Nur aufpassen, wenn Mythenmetzger da in den Bergen ist, da kann schon mal passieren, dass jemand verschwindet, ne? Und dann habt ihr wieder einen 411-Fall. Ja, alles dabei ist dann nur mittendrin. Komm einfach mal in die Schweiz, Mythi, und melde dich. Und, Österreich-Verbot habe ich ja mittlerweile. Das ist nur mal eine Vorwarnung. Ne? Zwangsmäßig in die Schweiz ausweichen zum Bergwandern. Genau. Und der Mythenmetzger trägt meine Koffer und mich. Das habe ich dann jetzt richtig verstanden. Und ihr solltet euch nicht wundern, da wo ich wandere, sind im Nachhinein immer komische Yeti-Meldungen oder so. Braucht euch darüber dann nicht aufzuregen, das war dann nur ich. Ja. Wenn er das Hemd auszieht, dann heißt es, ich hatte eine Chewbacca-Erfahrung. Ne? Bevor wir das Thema jetzt noch hier weiter vertiefen, möchte ich auch noch ein kleines Schlusswort sagen. Also ich fand die Runde wirklich total interessant, total spannend und auch mal so von unterschiedlichen Gesichtspunkten. Ich fände es super, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört und besucht doch auch mal den Kanal Hangar 18b. Es lohnt sich auf jeden Fall. Genauso natürlich unsere Kanäle Mythenmetzger Real Mystery, aber schaut mal bei Hangar 18b bei, ihr werdet euch nicht enttäuscht sein. So, und ich denke mal, das war das Schlusswort für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht, wann immer ihr das hört. Viel Spaß und macht's gut. Ciao. Tschö. Tschüss.